Also Andi, was machst du uns heute Schönes? Jetzt, heute gibt es einen Glühwein, aber keinen regulären, so einen Arizona-Glühwein. Und, eben weil, wenn man die ganze Zeit Glühwein trinken ist, hat man vielleicht mal genug gehabt. Aber darum probieren wir es jetzt mal so mit dem. Wir haben hier einen Mandarinen-Orangen-Arizona-Drink. Den werden wir jetzt hier öffnen. Ist Glas. Schmecken? Ja, ist gut. Mm. Ja, du willst auch mal schmecken? Ja. Okay. Alles muss man aufkochen. Vollgas. Rein. 6 Esslöffel Zucker. Wir haben hier schon mal etwas vorbereitet. Als nächstes brauchen wir Orangensaft, den ich frisch presse, von einer halben Zitrone. Orange. Und ich werde es nicht glauben, aber das ist der Saft von einer halben Orange. Also, ihr mit. Als wäre das nicht genug, haben wir hier noch 4 Orangenscheiben. Kommen wir da rein. 1, 2, 3, 4. Dann als nächstes. Jetzt wird es interessant. Kommen wir Gewürz. Sternanis. Raul, wieso heisst die Sternanis? Schmeckt die Krebeli. Also, rein damit. Dann haben wir, wenn wir die 5 Sternanis drin haben, kommen 2 Zimtstangen. Schmeckt nach Zimt. Die müssen wir verbrechen, da tut sich der Geschmack noch ein bisschen enthalten. So, das. Innen. Und jetzt haben wir da noch Ingwer. Das gibt ein bisschen die Würze im Ganzen. Dann nehmen wir 4 Scheiben. Der Rell hat uns da nicht 5 Scheiben vorbereitet. Wir nehmen aber 4. Wobei das ist ein bisschen klein. Das können wir auch 5 nehmen. Damit das Ganze nicht zu bitter wird, tun wir noch bevor. Also normalerweise müssen wir es ja 15 bis 20 Minuten kochen lassen. Nach 5 bis 7 Minuten würde ich aber den Sternanis rausnehmen, weil es sonst zu bitter wird. Also machen wir uns als Sternli fangen. 1, 2, 3, 4. Ach, und einen will man drehen. Oder doch nicht? Den du nicht finden. Psst. Voll doof. Hast du das nicht mit Schnellzeit drauf? Ich hab doch nur 5. Ah, da sind wir wieder. Also es ist jetzt genug gekocht, 15 bis 20 Minuten jetzt eben. Ohne Alkohol ist wichtig, weil es ist verdampft. Und man sagt auch, gekochter Rotwein ist krebserregend. Das natürlich nicht. Alkohol haben wir unter anderem Rotwein. Da haben wir hier gerade 2 Deziliter. 2 Deziliter braucht es eigentlich gerade auch. Und es braucht je Kühn oder Williams 6 CL. So. Dann machen wir hier mal den Rotwein. Ja. Und den Williams. So. Schön kommt jetzt da, mit dem Färbli jetzt. Mm. Würde ich sagen, sind wir bereit. Wir nehmen das da. Schöne Tassel, Handy. Jetzt ist es tief. Jetzt ist es kritisch, oder? Dann kann man auch das schaffen.
Willst du nicht zuerst die Orangen rausnehmen? Soll ich zuerst die Orangen rausnehmen? Das ist natürlich eine gescheite Idee. Gut abtropfen lassen, oder? Jetzt siebeln wir das hier rein. Ganz vorsichtig tun wir das hier rein. Leeren. Sieht man ja noch von den Orangen, oder die verschiedenen Strukturen, die es drin hat. Ja, das ist noch nicht ganz voll. Ja. Et voilà! Ah, voilà, jetzt haben wir hier schon alles fertig. Nur noch einschenken. Da drauf tun. Ja, zum Wohl! Heiße Liebe! Yay!